Herzlich willkommen heute. Ich habe mir wieder ein bisschen was von Richard Wagner rausgenommen und möchte dementsprechend auch beginnen. Habt ihr gewusst, Richard Wagner ist in Leipzig geboren? Als Komponist ging er in die Geschichtsbücher ein. Es gibt keine Kultur, die ohne Musik auskommt. Wagners Musik fährt mit ungebremster Wucht in die Körper. Das ist seine Besonderheit. Oder? Das ist die Besonderheit. Ohne Umwege übers Bewusstsein beeinflusst Musik das vegetative Nervensystem. Wagner wurde damals als Rausch- und Suchtmittel apostrophiert. Sie wurde als stark suchtbildend bezeichnet. Leo Tolstoi, Wagners Zeitgenosse und Künstler des riesenhaften Formats, hat die Musik immer als Stenografie der Gefühle bezeichnet. So, in diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen. Und ich freue mich, etwas neu zu vertonen. Am Anfang habt ihr das gar nicht hören können, daher jetzt für euch zerbrechlich. Die Hand der Vergebung. Die Hand der Vergebung steckt in vielen Situationen und Lebensgeschichten unseres Seins. Die schwierigste Prüfung, die uns treffen kann, ist die Prüfung der Vergebung. Wie sollen wir aber die Hand der Vergebung reichen, wenn wir uns selbst nicht unsere Fehler vergeben können? Das Gefühl von Schuld spiegelt sich immer ein Leben lang. Am schwersten fällt es, sich selbst zu vergeben. Es schließt sich ein Buch voller Blindheit und Verdrängung. So unglaublich manche Geschichten und Erfahrungen sich anhören mögen, so bedenke man stets, auch eine Fabel ist aus eigenen Erfahrungen und der Realität entstanden. Wir sind der Fuchs und die List und die Trauben. Warum fällt es uns dennoch so schwer, an eine Geschichte zu glauben, die der Wahrheit entspringt? Zerbrechlich. Vor einigen Jahren geschah es, dass selbst der Teufel sein Herz verlor. Dieses unbekannte Märchen zwischen Wollust und Befremdlichkeit ereignete auf einem Blütenhang, der bekannt für Schönheit und Fruchtbarkeit war. In einem fremden Land, wo heute noch die Meere die Strände grüßen. Eine einfache Magd im Nordosten der Insel formte traumhafte Schüsseln und Töpfe aus Ton. Ihre Töpfereien wurden geliebt für die zerbrechliche Kunst, die sie waren. Wie es das Rad des Schicksals wollte, traf sie eines Tages auf ihren Lebenspartner. Ein Funke, ein Kuss und eine große Liebe begann. Niemand konnte sie trennen, ob nah, ob fern. Sie wussten alles voneinander. Sie verstanden sich ohne Worte und liebten die stille Post der Gedanken. Die Leute in den Dörfern verstanden dieses Band nicht und schwiegen erst. Erst als sie letztlich der Meinung waren, die Kommunikation zwischen den beiden zu stören, denn sie hielten es für Hexerei, und Hexerei war aus kirchlichen Gründen nun mal verboten und sollte verboten bleiben. Wie die Liebe begann, so endete sie auch. Man brannte der Magd einen Stempel auf die Stirn und zerstörte alles, was sie liebte. Im Rauch verschwanden die schönsten Kleinode, ihr Haus und ihr Ton. Zerstört und zerbrochen ließ man sie allein auf dem kalten Boden des Hügels zurück und setzte den Mann auf See aus. Seitdem betete sie jeden Tag verzweifelt für die Rückkehr ihres Geliebten,
Verbittert und einsam zog sie durch graue Täler und an schroffen Küsten entlang. Wie konnte es sein, dass man etwas so Wunderschönes zerstört hatte? Sie wusste, eine solche Liebe würde es nur einmal geben, und sie hatten ihr alles genommen. Ihre Tränen machten den Himmel und die Meere wütend, und so kam es, dass die Elemente befanden, eine solche Ungerechtigkeit müsste gesühnt werden. Deshalb baten sie den Teufel, sich dieser Liebesgeschichte anzunehmen. Die zornigen Geister erzählten vom Glück und der seelischen Grausamkeit, der Armut und der täglichen Fürbitte der Magd. Der Teufel spitzte seine Ohren und machte sich sofort auf den Weg. Er wollte es aus dem Munde derjenigen hören, die es betraf. Er suchte Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre nach jenem Eiland, bis er es schließlich gefunden hatte. Der Regen ergoss sich schwallartig über die Inseln und die Wellen tobten krachend gegen die Küsten. Jahrelang war nichts von der Sonne zu sehen, alles war schwarz, grau und nass. Die Naturgewalten waren zornig und verlangten nach Vergeltung. Jedoch wollte sich der Teufel immer noch ein eigenes Bild machen. In menschlicher Gestalt beschloss er, die Insel zu erkunden. 7 Tage musste er laufen, bis er schließlich einer weinenden Frau begegnete. Er sprach: So groß wie die Tropfen vom Himmel muss auch deine Trauer sein. Die unglückliche Frau blickte zu dem Fremden auf und antwortete: Schon lange fiel kein Sonne mehr auf dieses Fleckchen Erde, und auch mein inneres Licht verglühte an einem einzigen Tag für die Ewigkeit. Der Teufel antwortete hellhörig und imponiert zugleich: Na, na, so viel Trauer und das auf Erden, so erzählt mir doch eure Geschichte. Die Magd zögerte erst verwirrt, aber dann schoss es ihr plötzlich aus dem Mund. Aber sehen Sie nicht den Stempel auf meiner Stirn? Ich bin die Verdammte. Vor mir haben hier alle Angst, und das nur, weil ich in der Vergangenheit liebte. Des Teufels Ohren wurden spitzer und spitzer. Er musste sich sehr anstrengen, damit er sich nicht zurückverwandelte. Die Verdammte? Es ist ein Schutzsymbol, das du auf der Stirn trägst. Warum die Verdammte? Sie erzählte die Geschichte, wie sie sich einst zugetragen hatte und was aus der Angst heraus entstanden war. Zaghaft endete sie ihren Bericht mit den Worten: Sie straften mich nicht nur, indem sie mir mein Grundstück nahmen, sondern brannten mir ein Mal ein, um meine Schönheit zu nehmen. Und meinen Geliebten, den verschleppten sie aufs Meer hinaus und ließen ihn in der Obhut der Naturgewalten zurück. Denn wenn er ein Hexer wäre, so würde er alleine zur Insel zurückkommen, sagten sie. Ihre Liebe ward nie wiedergesehen. Die Magd brach in Tränen aus und der Teufel verstand. Mitgefühl regte sich im Herzen des sonst so kalten, gefallenen Engels, so dass er beschloss, die Maid zunächst in den Arm zu nehmen und zu trösten. Seitdem sie gezeichnet worden war, hatte niemand sich getraut, an sie heranzutreten. Aber der Teufel ging noch weiter und sprach zu ihr:
Komm mit mir. Ich erlöse dich von dem täglichen Schmerz, den du ertragen musst. Ich werde dir deine Schönheit wiedergeben und der Insel den Stempel, den sie dir einst auf die Stirn gebrannt. Die Magd sah ihn an. Wie willst du das machen? Der Teufel lächelte sanft und sagte: Nun das, lass mal meine Sorge sein. Ängstlich, aber dennoch zuversichtlich willigte sie ein und ein Sandsturm hob beide von der Insel. Die Sonne brach durch die Wolken und die Leute erfreuten sich an den hellen Tagen. Es war für die Einwohner wie eine Wiedergeburt, ein Bruch, verbunden mit der Schönheit der Erdfarben. Erst nach Wochen erkannten sie das Ausmaß der Veränderung. Die Sonne trocknete alles aus und brachte Dürre und Verdammnis über die Insel, bis der Teufel zu den Bewohnern sprach. Welch Unrecht musste passieren, dass ein solches Dilemma entsteht? Liebe ist zerbrechlich wie Glas, rund und handlich. Fällt es, so zerbricht es in tausend Scherben und wird es aber mutwillig zerstört, bringen die Splitter, Schnittwunden und Verdammnis für alle. In diesem Sinne schließe ich heute ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist ein Märchenrenner von mir, sehr oft gewünscht von, bei Lesungen, die ich mache und von den Gästen selbst. Wenn es euch gefallen hat, ich würde euch begrüßen, wenn ihr mal bei Passoras Gold oder eben bei den erotischen Märchen vorbeischaut. Einmal, die nächste Lesung ist am 8.4. in der Löwenapotheke in Leipzig und folgend findet erotische Märchen in der La Petite in Leipzig statt. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis denn!